Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. In meinem letzten Video zum Model 3 ging es ja um 5 Dinge, die mir am Model 3 fehlen. Und heute möchte ich euch mal 10 Dinge zeigen, die ich wirklich schätze und die ich sehr gerne mag. Ihr wisst ja, ich bin ziemlich viel unterwegs, vor allem in letzter Zeit. Habe einige Kilometer runtergerissen, habe viel Erfahrung mit dem Auto gesammelt. Vieles, was ihr wahrscheinlich schon kennt, aber vielleicht ist für den einen oder anderen irgendwas dabei, was spannend oder interessant ist, einfach, dass ich es gerne mag. Ja, die Nummer 10, ganz einfach, ist natürlich, dass man mit dem Handy das Auto schließen und öffnen kann. Ganz so einfach, wie es aussieht, ist es bei mir nicht. Ihr seht jetzt, das Auto ist verschlossen, die Spiegel sind eingeklappt. Und wenn ich jetzt zum Auto gehe, passiert erstmal gar nichts. Eigentlich hätte ich halt gedacht, dass in dem Moment das Auto aufgeht. Aber ich muss mit meinem Hintern, wo das Handy drin ist, an die Türe gehen. Und dann öffnet die Türe und ich kann rein. Ja, und umgekehrt, wenn ich das Auto verlasse und schließe und mich entferne mit meinem Handy, dann seht ihr nach einer kurzen Weile, verschließt sich das Auto von alleine. Ich muss also nicht auf- und zuschließen, sondern es genügt, wenn ich mein Handy dabei habe. Eine Sache, die ich natürlich sehr liebe, deswegen kauft man sich ja so ein Auto, gerade als Musiker, ist, dass es so leise beschleunigt. Es beschleunigt sehr schnell. Wenn man es braucht, und da denken immer viele, man muss doch nicht 230 fahren. Nein, muss man nicht. Aber es ist schön, wenn man einen Laster hat und man kommt schnell an ihm vorbei. Und das kann dieses Auto natürlich. Es hat eine sehr schnelle Beschleunigung und das Ganze extrem leise. Und darauf stehe ich absolut. Das ist natürlich ein Kernfeature von so einem Auto. Die Nummer 8, was ich sehr gerne mag hier drinnen, ist die Einstellung der Lüftung. Und zwar kann man hier den Luftstrom einfach mit dem Finger dahin ziehen, wo man ihn haben will, ins Gesicht, höher, tiefer, und man kann ihn sogar aufsplitten und daraus dann bis zu 4 Luftströme machen, die man dann parallel verstellen kann oder auch wieder zusammenführen. Finde ich tatsächlich ein nices Feature, weil ich dadurch praktisch mir gezielt den Luftstrom ins Gesicht pusten lassen kann, wenn ich das möchte. Bevor ich mein erstes Auto mit Sitzheizung hatte, dachte ich immer, Sitzheizung ist sowas für Warmduscher, braucht man nicht. Ich habe das sehr zu schätzen gelernt und ich bin ziemlich froh, dass bei dem Model 3, was ich habe, auch hinten Sitzheizungen sind. Sitzheizungen an. Und da sieht man eben, auf allen 5 Plätzen gibt es Sitzheizung. Und das ist im Winter wirklich sehr angenehm, weil man einfach schnell warm hat und das Auto gar nicht groß heizen muss, sondern einfach vom Po aus warm kriegt. Sitzheizungen aus. Es ist nämlich warm hier drin. Die Nummer 6, nicht ganz bedeutend, aber irgendwie doch sehr schick, ist das Glasdach. Das ist tatsächlich nett, vor allem wenn man Beifahrer ist und man guckt hoch und sieht die Wolken und den Himmel. Und auch wenn man ein Video dreht, hat man einfach immer eine gute Kulisse in so einem Tesla. So, aber jetzt kommen meine 5 Lieblingsfeatures am Model 3. Und da fangen wir mal beim Kofferraum an. Ja, der ist schön groß, aber mich interessiert diese Klappe hier, in die ein kompletter Handgepäckkoffer bequem reinpasst. Das finde ich ziemlich praktisch. Der Kofferraum ist praktisch immer noch leer und du hast schon ein Handgepäckstück drin. Uah, Hilfe! Ja, an dieser Stelle, ich sitze jetzt drin, ja. An dieser Stelle übrigens ganz herzlichen Dank für den Tipp. Bei meinen 5 Dingen, die ich am Model 3 vermisse oder die ich gerne hätte, hat jemand gesagt, wenn ich diese Klappe auflasse und so wie jetzt den Deckel nach hinten schiebe, dann kann ich natürlich, wenn ich das Kinderfahrrad oder sonst was einlade, eben den Lenker hier runter verstauen und damit kriege ich den natürlich dann auch rein. Also danke für den Tipp, hätte ich selber drauf kommen können. Super Sache, so jetzt müssen wir schauen, wie ich hier wieder rauskomme. Ja, und auch wenn ich da letztes Mal ein bisschen gemotzt habe, dass es keine Funktion gibt, die die Lautstärke der Soundanlage passend zu den Fahrgeräuschen anhebt, muss ich sagen, dass die Soundanlage an und für sich wirklich eine tolle Sache ist und einen super Klang hat. Spiele YouTube Diss-Track von Dieser Dad. Ihr gebt mir alle auf den Geist, alle auf den Zeiger, weil ich mich eurer... Und eine Funktion, die ich besonders schätze, ist hier bei den Einstellungen, bei Anpassen, Balance, kann ich jetzt hier den Schwerpunkt der Musik verschieben, weil ich selber hören möchte. Oder zum Beispiel die Familienvater-Einstellung, wenn die Kinder gerne Hörspiele hören möchten. Oder der 18-jährige Sohn irgendwelchen Young-Hurn-Rap, der dir nicht so gut gefällt.
ja, schiebst du die Musik einfach dahin, wo der sitzt und du hörst selber nicht mehr so viel. Das finde ich tatsächlich ein nices Feature, diese Balance mit dem Touchscreen. Kommen wir zu Nummer 3 der Features, die ich besonders mag, und das sind die Fahrereinstellungen, dass gespeichert wird, die Sitzposition, die Lenkradposition, die Außenspiegelpositionen und auch zum Beispiel, ob man Restkilometer oder Restprozent sehen will. Und wenn eben zuvor der Oscar gefahren ist, der mit Kilometern arbeitet bei der Restanzeige und ich drücke dann auf Tobias, dann seht ihr, dass in sehr kurzer Zeit der Sitz genau auf der Position ist und alles, ich muss hier noch nachjustieren und schon ist es gut. Eine Einstellung, die ich besonders liebe, die ich mir noch programmiert habe, ist die Einstellung Schlafen. Da kann ich zwischendurch mal ein Nickerchen an der Autobahn machen. Ja, natürlich ist es kein Geheimnis, dass eine Besonderheit des Model 3 ist, dass man wirklich an fast allen Ladestellen laden kann. Man hat verschiedene Adapter zur Verfügung. Man kann am Hausstrom, also in der normalen Schuko-Steckdose laden. Man kann am CSS-Lader laden, also auch am Supercharger. Man kann, wie jetzt hier an der Wallbox, mit diesem sehr verbreiteten Stecker laden. Da gibt es natürlich auch ein Kabel für die normalen Ladesäulen. Und man kann, wenn man das will, auch noch einen CarDemo-Adapter kaufen für ein paar hundert Euro. Es ist gar nicht billig. Und dann kann man auch diese Ladesäulen nutzen. Das alles ist möglich und das alles macht mich extrem zufrieden mit diesem Auto. Und das sind Features, die auch nicht jedes andere Elektroauto so hat. Wirklich am meisten genutzt bei mir wird dieser Hebel hier. Wenn man da zweimal runterdrückt, hat man eben Tempomat und Spurhalteassistent, sofern verfügbar. Und das ist, auch wenn ich letztes Mal mich über die besondere Situation zum Beispiel in einer Baustelle beklagt habe, natürlich wirklich eine Funktion, die ich bei langen Strecken ständig nutze. Es ist super entspannend. Man muss natürlich die Hände am Lenkrad haben. Man muss natürlich jederzeit bereit sein einzugreifen, vor allem in Baustellen oder wenn irgendwie eine Kurve kommt oder die Markierungen auf der Straße plötzlich anders sind. Aber es ist super entspannend, gerade zum Beispiel auch bei Regen oder bei Dämmerung zu wissen, das Auto findet die Spur prinzipiell mal von selbst, gerade auch wenn wenig Verkehr ist. Natürlich kein Grund, nicht auf die Straße zu schauen oder unaufmerksam zu sein, aber man kann sich einfach so ein bisschen entspannen im Kopf und weiß im Zweifelsfalle, merkt das Auto früher als ich, dass vorne ein Hindernis ist, merkt das Auto genauso gut wie ich, dass es eine Kurve gibt. Und das ist schon sehr zuverlässig und das schätze ich sehr und hat meine langen Reisen der letzten Monate viel, viel entspannender gemacht, als ich mir das jemals vorgestellt hatte. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann abonniert meinen Kanal, liked dieses Video und kommentiert gerne, was euch in Zukunft interessiert. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die über meinen Referral-Link einen Tesla gekauft haben, weshalb ich meine langen Fahrten momentan ohne Kosten fürs Laden an den Superchargern absolvieren kann. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, euer Diesel Dad.